Viele Menschen würden ein Leben in der Wüste wegen des rauen und extremen Klimas vermeiden. Andererseits fühlen sich Archäologen von dieser goldenen Naturschönheit angezogen. Sie glauben, dass die Tiefen perfekte Verstecke für einige historische Phänomene sind. Diese 10 seltsamen Dinge wurden gefunden, von Dämonenhöhlen bis zu unterirdischen Häusern. Amazing! Woohoo! Brunnen von Barhut, Jemen. In Wirklichkeit ist der Brunnen von Barhut ein ganz normales Erdloch in der jemenitischen Wüste. Seit Millionen von Jahren hat er die Fantasie beflügelt. Die Einheimischen nennen ihn Höllenschlund und glauben, dass er ein Gefängnis für Geister und Dämonen sei. Der Spitzname rührt von Berichten über einen üblen Geruch her, der hiervon ausgeht. Jüngere Forscher berichten, dass sie Wasserfälle, tote Tiere, Höhlenperlen, Stalagmiten und relativ viele Schlangen gefunden haben. Von Überirdischen war erwartungsgemäß nichts zu sehen. Und der Gestank? Sie glauben, dass die verrottenden Kadaver dafür verantwortlich sind. Mysteriöses Wüstenlabyrinth. 2011 enthüllte Google Maps die Position einiger seltsamer, 20 Meter breiter, mysteriöser Linien mitten in der Wüste Gobi in China. Das Internet überschlug sich mit Spekulationen. Die Vermutungen reichten von außerirdischen Machenschaften über mögliche Waffentestgelände bis hin zu einfachen Nachbildungen von Landkarten. Jonathan Hill, ein Missionsplaner der Mars Space Flight Facility und Forschungstechniker, beruhigte die Gemüter, indem er erklärte, dass sie mit Sicherheit zur Kalibrierung von Chinas Spionagesatelliten verwendet werden. Das Herrenhaus im Death Valley. Dieses opulente Herrenhaus im spanischen Revival-Stil, bekannt als Scotty's Castle, ist nicht bewohnt. Es wurde 1922 von einem Chicagoer Versicherungsmakler namens Albert Johnson erbaut. Nachforschungen haben ergeben, dass er ins Death Valley gelockt wurde, um in das betrügerische Goldminenprojekt von Walter Scott, einem Hochstapler, zu investieren. Mit der Absicht, daraus ein riesiges Ferienhaus zu machen, gab Johnson satte 1,4 Millionen Dollar aus, bis der Wall Street Crash von 1929 kam. Das verlassene Domizil ging schließlich in den Besitz des Nationalparkservice über. Ältestes Marihuana-Versteck der Welt. In den 1980er Jahren entdeckten Bauern in der Wüste Gobi am Fuße des Feuergebirges in der Provinz Xiangyang zufällig eine bedeutende antike Begräbnisstätte. Der etwa 3000 Jahre alte Friedhof enthielt die Überreste eines 40-jährigen kaukasischen Mannes. Verrückt ist, dass man eine Schale mit etwa 1 Kilogramm Kräutern fand, die noch grün waren. Ursprünglich dachte man, es handle sich um Koriander. Doch man fand heraus, dass es sich tatsächlich um kultiviertes Cannabis handelte. Der Fund war aufgrund der Tiefe der Gräber, des trockenen Klimas und des alkalischen Bodens gut erhalten. Interessanterweise wurden keine Rauchutensilien gefunden. Es ist also anzunehmen, dass sie für medizinische oder rituelle Zwecke verwendet wurden. Möglicherweise wurden sie in Tee aufgegossen oder beim Verbrennen als Räucherwerk inhaliert. Die peruanische Hand aus einer Wüstenhöhle. Kürzlich wurde in einer peruanischen Wüstenhöhle eine bizarr aussehende, mumifizierte Hand mit 3 20 cm langen Fingern in einem mit Lehm bedeckten Sarkophag gefunden. Daneben befanden sich ein präparierter länglicher Schädel und ein winziger Körper. Bei der Untersuchung stellten die Ärzte in Cusco, Peru fest, dass die Gliedmaße, die aus Fleisch und Haut bestand, keine Fälschung und ganz sicher kein Mensch war. Sie hatte 6 Knochen in jeden Akren anstelle von 3, die in menschlichen zu finden sind. Zu wem oder was gehörte dieses Anhängsel und wie hängt es mit den anderen gefundenen Dingen zusammen? Könnte die Anomalie zu einem Lebewesen aus einer anderen Welt gehört haben? Die singenden Sanddünen der Wüste Gobi. Als Marco Polo im 13. Jahrhundert die Wüste Gobi durchquerte, glaubte er, die unheimlichen Stimmen geheimnisvoller, ruheloser Geister zu hören.
Die Klänge waren jedoch weder eingebildet, noch wurden sie von einem übernatürlichen Wesen erzeugt. Sie ähneln verschiedenen Mustern und Tonhöhen aus einer Cello-Aufwärmübung eines Orchesters. Experten fanden heraus, dass mehrere Faktoren vorhanden sein müssen, damit der perfekte Klang entsteht. Unter anderem muss die Düne groß genug sein und die Sandkörner trocken und genau richtig geformt. Manche Dünen haben in ihrer Tiefe eine harte Schicht, die ihn verstärkt und ihn so laut macht, dass er die Stille durchbricht. Auch wenn das Rätsel fast gelöst ist, wird die Ehrfurcht, die diese Töne auslösen, keineswegs geringer. Fly Ranch Geysir. Etwa 2 Stunden nördlich von Reno, am Rande des Black Rock Desert von Nevada, befindet sich auf einem 1500 Hektar großen Grundstück der Fly Geysir. So unwirklich er auch aussehen mag, er ist tatsächlich von Menschenhand geschaffen, wenn auch nicht absichtlich. Der erste erschien, als jemand 1916 nach Wasser bohrte. Aber es war mit 93 Grad Celsius zu heiß, um das Land zu bewässern. 1964 grub ein Unternehmen für geothermische Energie eine weitere Öffnung und fand dasselbe heiße Nass, das jedoch nicht warm genug war, um Energie zu erzeugen. Also wurde auch diese Bohrung aufgegeben. Bald fand das Gewässer seinen Weg zurück an die Oberfläche. Und während es aus den Löchern schießt, bildet es Calciumcarbonat-Ablagerungen, die die äußere Struktur bilden. Jedes Jahr wuchs er um einige Zentimeter und wurde zu den 3 großen, 2 Meter hohen, mehrfarbigen grünen und roten Hügeln. Sie spucken kochend heißes Wasser bis etwa 1,5 Meter in die Luft und sind von einem Feld aus hohem Schilf und Gräsern umgeben. Die äußere Färbung, die wie ein geschmolzenes Eis am Stiel aussieht, stammt von thermophilen Algen. Ägyptische Stadt in Kalifornien begraben. Entlang der Guadalupe-Nipomo-Dünen nördlich von Santa Barbara stehen eine 11 Meter hohe Statue von Ramses II., ein Tempel und ein von 5 Tonnen schweren Sphinxen gesäumter Weg. Warte, bevor du denkst, dass es sich hier um eine Ruine einer altägyptischen Metropole handelt. Die Stadt ist in der Tat eine Fälschung. Bei den Bauwerken handelt es sich um Requisiten aus einem der teuersten Filmsets Hollywoods, dem in den 1960er Jahren produzierten Film »Die 10 Gebote« von Cecil B. DeMille. Es heißt, das Produktionsteam konnte es sich nicht leisten, die Kulissen abzubauen. Da sie es auch nicht anderen überlassen wollten, beschlossen sie stattdessen, es abzureißen und in der Wüste zu vergraben. Die Werke der alten Männer. Tausende von Steinstrukturen im Nahen Osten, die geometrische Muster bilden, werden allmählich sichtbarer. Hunderte von 24 Meter breiten Radanordnungen, die von den Beduinen der jordanischen Asraq-Oase als Werke der Alten bezeichnet wurden, sind 8500 Jahre alt und wurden erstmals 1927 von dem britischen Piloten Percy Maitland gesichtet. Damit sind sie älter als die berühmten Geoglyphen von Peru, die als Nazca-Linien bekannt sind. Die Werke reichen von einigen Dutzend Metern bis zu mehreren Kilometern, was an das bekannte System erinnert, so ein archäologisches Team in einem Artikel, der gerade im Journal of Archaeological Science veröffentlicht wurde. Es wird angenommen, dass sie eine astronomische Bedeutung haben und so gebaut wurden, dass sie mit dem Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende übereinstimmen. Allerdings kann niemand mit Sicherheit sagen, was ihr Zweck ist. Kuba Pedy. Kuba Pedy ist das größte Opalabbaugebiet der Welt. Es wurde 1915 im südaustralischen Outback von einem 14-jährigen Jungen entdeckt. Es gab ein fast beängstigendes Problem, als die Goldsucher in Scharen anrückten. Wie das Smithsonian Magazine berichtet, ist es dort sehr heiß. Im Schatten erreichen die Temperaturen bis zu 45 Grad Celsius. Die ersten Siedler lösten dieses Problem, indem sie Löcher in den Sandstein gruben, um unterirdische Wohnungen zu bauen. Glücklicherweise waren die meisten ehemalige Soldaten, die in den Schützengräben des Zweiten Weltkriegs gedient hatten.
Kuba Pedi, was so viel wie Loch des weißen Mannes im Boden bedeutet, wurde von den australischen Ureinwohnern so genannt, die von der Vorliebe der frühen Siedler für das unterirdische Leben verwirrt waren. Sie wurde 1985 als Drehort für Mad Max Beyond Thunderdome verwendet. Heute lebt etwa die Hälfte der Einwohner unterirdisch, wo es kühl bleibt. Diese Unterstände sind riesig und verfügen über Hallenbäder, öffentliche Bars, Schönheitssalons, Hotels und private Behausungen. Kennst du weitere seltsame und rätselhafte Wüstenentdeckungen? Lass es uns im Kommentarbereich wissen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn dir dieses Video gefallen hat.